Mein Königreich kommt, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Januar 21, 2005, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Hört die Worte des Herrn, all ihr Völkerscharen. Ruft laut nach dem Herrn, all ihr Bewohner der Erde. Ruft den Namen des Herrn, eures Gottes, an. Denn er ist Gott allein, da gibt es keinen anderen. Ruft den Namen des Erlösers an, denn er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Abseits von ihm gibt es keine Erlösung. Deshalb ruft nach ihm, jammert laut und klagt, denn der Tag des Herrn steht bevor und die Tage des Gerichts sind dabei hereinzukommen. Das sagt der Herr: Aufgrund eures laufenden Ungehorsams, mein Volk, bin ich herausgekommen, um euch zu rügen und zu disziplinieren, denn ihr habt euch sicherlich mit einem anderen zusammengeschlossen. Und aufgrund all dieser Sündhaftigkeit, die Tag und Nacht ohne Unterbruch vor meinen Augen ist, bin ich herausgekommen, um zu strafen und zu reinigen. Denn der Kummer des Herrn ist groß und der Schmerz meines Herzens hat unermesslich zugenommen. Meine eigenen Leute weisen mich zurück. Meine eigenen Diener drehen sich weg und kämpfen gegen mich ohne Grund, denn sie wollen keinen Teil an mir, wie ich wirklich bin. O meine Geliebten, warum habt ihr eure Wange von mir weggedreht? Wie kommt es, dass ich keine Liebe in euren Herzen sehe zu eurem Gott? Meine kostbar Erschaffenen, meine Liebe zu euch ist groß. Und in meiner Gnade habe ich euch befreit, euch in meinem eigenen Blut gereinigt, denn ich bin das Lamm Gottes, erschlagen vom Anbeginn der Welt. Doch ihr wollt keinen Teil an mir, wie ich wirklich bin, und jetzt komme ich zurück. Schaut, ich komme schnell, wie der Löwe, um all das zu verschlingen, was unrein ist, alle in Stücke reißend, die gegen mich kämpfen, zu verzehren und zu zerstören, alles wegtragend, was erzürnt. Doch das Herz dieser Menschen ist hart wie Stein geworden. Die Miene dieser Generation ist unnachgiebig gegen mich gerichtet und von ganzem Herzen rebellieren sie gegen den lebendigen Gott. Deshalb, weil ihr eure Stirnen verhärtet habt und weil ihr das Herz aus Fleisch, welches ich euch gegeben hatte, mit einem Herz aus Stein ersetzt habt, soll nun auch ein Stein auf eurem Kopf platziert sein. Ihr seid dabei zu stolpern und in die Grube zu fallen, denn ihr seid eine extrem sündhafte und gemeine Generation, eine große Schar von verführten und sterbenden Menschen. Deshalb tut Buße, o eigensinnige Generation, dreht um von diesem sündhaften Weg, den ihr gewählt habt. Werft all diese Ungerechtigkeit weg. Hört auf, Böses zu tun und lernt Gutes zu tun. Noch einmal sage ich, tut Buße. Kehrt zu mir zurück, damit ich euch Gnade gewähren und Mitgefühl zeigen kann. Damit ich euch aufbauen und all diese Steine brechen kann, die euch gefangen halten und diesen Schmutz abwaschen, der euch zudeckt. Denn mein Königreich kommt. Geliebte, kommt und habt Teil an meiner Freude, seid abgesondert in meiner Liebe und ich werde euch zu den Quellen der lebendigen Wasser führen und jede Träne von euren Augen wischen. Lasst nicht die Winde der Täuschung und der Lügen euch in das Feuer wehen. Haltet euch fest, denn der Tag des Herrn steht bevor und alles, was geschrieben ist, wird erfüllt und zur Vollendung gebracht werden. Schaut, ich werde zu den vier Winden sprechen und sagen, hört auf mit eurem Angriff, eure Zeit ist zu Ende. Nie mehr sollt ihr meine Leute mit Lügen und bitterer Lehre füllen. Nie mehr sollen sie weggeführt werden von eingebildeten Täuschungen. Nie mehr sollt ihr sie zurückdrücken. Nie mehr sollt ihr sie veranlassen zu stolpern. Denn ich bin der Herr,
und ich werde sicherlich auf dem Thron meiner Herrlichkeit sitzen und regieren über alle Machtgebiete im Himmel und auf der Erde. Öffnet die Schleusentore, lasst die Wasser des Himmels die Erde füllen, ertränkt die Bösen und belebt die Aufrichtigen, weckt die Schläfer, stillt den Durst jener in der Wüste und wascht die Augen der Blinden, hebt die Unterdrückten hoch und verbindet die Wunden, begradigt jeden Rücken, befreit jeden Gefangenen, macht den Zaghaften mutig und den Schwachen stark, denn ich bin der Herr. Er, der den Armen die Reichtümer des Himmels gibt und die Demütigen veranlasst, die Erde zu ererben. Er, der seine Leute mit freudiger Erwartung erfüllt und mit der seligen Hoffnung, denn mein Königreich kommt.